letzten Juli das Revier übernommen mit Schneebruchschäden vor allem und Sturmschäden aus den letzten 2 Jahren, vor allem maßgeblich aus dem Januar, Februar 2019. Und den Großteil davon hatten wir aufgeräumt und jetzt im Februar gab es dann wieder Einzelbrüche durch Sturm. Und da sind wir jetzt gerade dabei, die aufzuarbeiten. Und die sind eben verstreut über das ganze Revier, so dass wir nochmal die ganze Fläche abarbeiten müssen und abgehen und diese einzelnen Bäume für den Borkenkäfer unschädlich machen müssen. Die Bundeswehr hilft hier im Borkenkäfereinsatz. Es ist ein Amtshilfeeinsatz, wo dem sächsischen Forst, also dem Sachsenforst, geholfen wird, gegen den Borkenkäfer zu kämpfen. Hier im Forstbezirk Neudorf sind insgesamt 15 Kameraden der Bundeswehr im Einsatz. Die kommen teilweise von der Unteroffizierschule des Heeres in Delitzsch und teilweise aus Diepholz von der Luftwaffe. Die Soldaten sind damit beauftragt, die Fichtenstämme zu entrinden und zu entasten. Das wird gemacht, damit der Borkenkäfer sich nicht weiterentwickeln kann und seines Lebensraumes entzogen wird. Hier sieht man das Fraßbild vom Buchdrucker, wie es am Ende des Befalls aussieht. In der Mitte sieht man den Muttergang und links und rechts davon die Fraßgänge der Larven und dann Jungkäfer. Und durch dieses Aussehen sieht es aus, als wäre es ein aufgeschlagenes Buch, daher kommt der Name Buchdrucker. Unser Ziel ist es, die Käfer zu bekämpfen, bevor es so aussieht. Also schon, wenn man den ersten Befall feststellt, die Revierförster den Befall feststellen, gilt es eben, die Rinde zu entfernen von den Bäumen oder die Bäume aus dem Wald zu schaffen, bevor der Käfer wieder ausfliegen kann. Das ist gerade das, worum es gehen muss und warum es auch schnell gehen muss.